Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Hier in der Nähe von Helvetia und die liebe Sarah ist auch da. Ja, wir sind ganz in der Nähe von Morgentown, wie du vorhin schon sagtest, Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie, und da kommt einer, der will's wissen. Schon. Aber ich muss die Perspektive tun. Habe ich dir weggenommen, einfach. Den habe ich erledigt. Ja, was wollen wir denn in dieser Folge machen, Richie? Wir waren ja vor der Fastnachtsgeschichte, waren wir ja in Camden, im Camden Park und wollten uns das angucken. Jetzt hat sich ja was Neues ergeben mit der Version 1.1.1.2. Kam dann ja die Option, dass man ein Brausystem sich holen kann. Mhm. Und dazu, wo ist das? Und dazu gibt es ganz in der Nähe, in Morgentown nämlich, eine Questreihe. Die kann man starten. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob wir erst nach Sutton gehen und die Quest starten müssen. Dafür gucken wir am besten mal in den Pip-Boy, ob wir die Quest schon haben. Dort. Eins nach dem anderen? Ach so. Ich glaube, bei den Nebenquests. Persönliche Angelegenheiten? Nein. Sonst erkunde den Firmenhauptsitz von Homewright Industrial. Nimm an der Verbindungsparty teil. Ja, ich glaube, das ist es. Die Verbindungsparty? Ja. Dann markiere ich mir die auch mal. Dann machen wir das. Stimmt. Das wollten wir eigentlich schon letztes Mal. Hattest du etwas darüber gesagt, ob wir das nicht machen? Aber da... Ich glaube, Fallout war ein bisschen... Wir hatten ein bisschen Probleme gehabt. War das das letzte Mal? Nee, letztes Mal haben wir Fastnacht gemacht. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, Karte einmal. Das ist ja gar nicht so weit. Ist ja gleich hier um die Ecke. Ja, sollte recht schnell zu erreichen sein. Dann los. Die sich heute auch ist nachts, okay. Ja. Ja, es gibt auch so noch einige Neuerungen. Zum Beispiel werden aus dem Atomic Shop einige Sachen entfernt. Vielleicht, wenn du Lust hast, Sarah, können wir da auch gleich mal reingucken. Warum will ich zum Verstecken immer C drücken? Wo kommt das her? Warum bin ich überladen? Wie kommt das? Fallout? Ja. Wie eh und je? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte denen nicht zuwenken. Hey, warum ist die Tür hier offen? Waren wir hier schon drin? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich bin überladen. Und da sind ein paar verbrannte... Oh, der hat sich auch niedergelegt. Du brauchst dich nicht verstecken. Ich habe dich schon gesehen. Greg's Mind Supply. Lauf nicht weg. Nö, also hier muss kurz vor uns jemand gewesen sein, denn da sind auch einige Leichen drin. Ich komme. Ich hab jetzt hier hinten eine erschossen. Dann gucken wir erstmal da. Wo ist die Tür auf? Ich höre immer noch ein. Mit Asthma. Gehst du hier rein, dann komme ich von unten. Wie? Du meinst, ich nehme vor der Tür? Ja. Ja, da ist schon der Tote ist wieder auferstanden. Ach. Aber er backt ein bisschen, er tanzt. Den neuen Breakdance. Streetdance. Ach, warum nehme ich das mit? Ach, nehmen wir mit und vielleicht können wir es irgendwo verschrocken gleich. Ja, tatsächlich gibt es hier unten eine Rüstungswerkbank. Ja? Ach, dann können wir ja was verschrauben, Gott sei Dank. Bin natürlich verladen.
So, da bin ich. Wo bist du denn? Ich bin drin. Ich war gegenüber im Haus, aber okay. War irgendwie jetzt ein Missverständnis, aber okay. Weil ich habe dich da rumlaufen sehen, deswegen dachte ich, du wirst da rüber. Ja, ich bin von unten gekommen, war richtig. Wie da, von unten? Da kann man hin. Ja, da gibt es hinten so eine, so anders weiß ich auch gar nicht, wie man hier reinkommt. Normalerweise sind die Türen hier alle verschlossen und dann kann man hinten irgendwie durch den Keller gehen. Und so kommt man rein und dann findet man auch, naja, ich möchte nicht zu viel verraten. Ein Pickaxe-Pilsener. Und was wolltest du mir sagen? Guck mal hier. Ja, hier oben. Oh, abgedeckter Metallbottich. Ich kann nichts mehr tragen. Cool! Der war wild. Oh, eine Kiste, Fusionszentrale. Ach, da Schießpulver. Na toll. Moment. Ein Safe. Fleischerhaken, goldene Tasche, nur Vorkriegsgeld. Und oh, ein Schlüssel, Richie. Yep. Zu Gregs Mine Supply. Okay. Schicke Haarbürste, Vorkriegsgeld. Und wir haben ein hier Terminal. Gregs Terminal. Ja, das übliche Willkommen bei Termlink von Robco Industries Trademark. Willkommen, Greg. Tag, meine Notizen. Tag 45, darf ich lesen? Ja. Version 0.34. Vorheriger Test. Keine Ahnung, was mit meinen letzten Notizen geschehen ist. Wahrscheinlich brauche ich ein Terminal-Upgrade, aber das muss warten. Außerdem bezweifle ich, dass meine bisherigen Fehlschläge sonderlich hilfreich wären. Versionshinweise: Habe die sich drehenden Spitzhacken an der Vorderseite entfernt. Sobald sie auf den Fels trafen, gingen sie entweder kaputt oder die Maschine kam zum Stehen. Habe den Motor gegen einen aus dem Laster ausgetauscht, der hinten steht. Er ist ein bisschen zu kraftvoll, von daher arbeite ich noch an der Steuerung des Drehmoments. Laut ist er auch. Tag 48, Version 0.35. Vorheriger Test. Die Bohrkrone wurde fast rausgerissen und der Schaft ist geschmolzen. Ganz zu schweigen davon, dass das Haus durch das Rumpeln fast eingestürzt ist. In Windeseile hat dann die alte Mrs. Withers von gegenüber an meine Tür geklopft. Hab ihr gesagt, dass es ein Unfall war, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir das abgekauft hat. Versionshinweise: Hab den vorderen Teil gegen einen aus der industriellen Ausrüstung ausgetauscht. Habe ein altes Terminal an die Platine angeschlossen, um damit Geschwindigkeit und Drehmoment zu steuern. Tag 55, Version 0.36. Vorheriger Test. Der Vorarbeiter des Bergwerks hat sich heute wieder nach meiner Arbeit an den versprochenen automatischen Abbaugeräten erkundigt. Ich musste ihm irgendwas erzählen, kann aber nicht sagen, ob er mir mehr glaubt als meine Nachbarin. Was soll ich tun? Ich kann ihm alles über Bergbaugeräte erzählen, von Computern habe ich aber überhaupt keine Ahnung. In einer Woche muss ich ihm was präsentieren. Versionshinweise: Habe das Terminal gegen eine alte Protektor-Platine ausgetauscht. Habe die Ketten von einem Wachbord eingebaut, den Karl besorgt hat. Dann am Tag 63, Version XX. Vorheriger Test also. Was für ein Albtraum. Die Kombination aus Protektron, Industriebohrer und Wachbord hat den Vorarbeiter fast geköpft, als ich sie vorführen wollte. Von jetzt auf gleich hat er den Vertrag aufgelöst und mir meine Zukunft genommen. Ich habe alles in diesen letzten verzweifelten Versuch gesteckt, mit meinem Geschäft voranzukommen.
Wenn ich nicht bald etwas unternehme, verliere ich alles. Ich wette, dieser schrulligen Mrs. Withers, die nur auf ihrem Geld sitzt, würde das gefallen. Versionshinweise keine. Und dann haben wir hier die Safe-Steuerung. Haben wir hier einen Safe? Ach so, der ist unverschlossen. Ja, der ist schon. Hat schon jemand geöffnet, wahrscheinlich. Ja, den Schlüssel hast du genommen? Ja, habe ich genommen. Dann gucke ich mal, dann nehme ich den auch mal. Ja. Wollen wir weiter? Wollen wir mal im Keller gucken, was er da gebaut hat? Ja, schauen wir uns das mal an. Ich folge dir. Nichts zu essen hier. Bierflasche ist leer. Hm. Auf in den Keller, Keller, Keller. Moment, hier ist noch was. Verbeulter Acetonkanister. Das ist aber auch mal was Neues, oder? Ich muss mal eben was trinken. Dann verdursten, Mensch. Jo. Wo sind denn meine Getränke alle? Alle kaputt, oder wie? Tee ist, wenn es Tee war, dann wahrscheinlich ja. Okay. Dann, nein, ich drücke mir den falschen Knopf. Hätte ich gerne. Nimm das. Ich habe Richie verloren. Ah, da. Gibt's hier sonst noch was? Hast du mal geschaut? Kassenmäßig? Vorkriegsgeld. Kaffeetassen und so. Ach, ich bin voll. Splittergranate, okay. Ja, ganz viele leere Bierflaschen und so etwas gibt es, ja. Das ist der Keller. Ja, es geht noch ein bisschen weiter nach unten. Ich die Splittermine mit, ich bin auch. Hallo, keiner da. Aber gut, hier gibt es eine Werkbank. Können wir ja alles verschrotten. Ja, und was hat er hier gebaut? Hier ist ein Teil. Hier ist ein Teil. Ah, okay. Ein Bohrer. Oder wie? Ja. Ja, da hat er gebohrt. Fleischerhaken. Ja. Handschuhrevolver. Solche Nachbarn liebt man doch. Schaden 28, Geschwindigkeit mittel. Kalibrierte Impro, Schaden 15 weg damit. Mhm. Brauchen wir nicht, haben wir. Pumpgun, ja, behalten wir mal. Hey, das Revolutionsschwert ist besser als wie. Dann weg damit. Dann, was haben wir noch? Ach, die ganzen Fastnachtssachen. Okay, ich habe jetzt erstmal, ach, das ist eine Rüstungswerkbank. ZST, Schaden 42, 44, gebraucht. Liebherzen, nein, das war falsch. Liebherzen. Pumpgun, Ja, Liebherzen, mir das. Achtung, Kampfpro T01 hat eine Atomrakete. Ach, da war jemand wieder. Agro. Oder wie sagt man das so? Ach, der wollte es mal wieder wissen. Ja, ich glaube auch, dass mittlerweile. Achtung, Bürger. Ach, hier geht's runter. Ja, da bin ich reingekommen. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Moment. Revolutionärsschwert. Aha, Vorkriegsgeld.
Oh, hallo. Oh, frische Handtücher, nee. Na, war das hier Greg und war das hier der Vorarbeiter, der fast geköpft wurde? Ich nehme schon wieder ganzen Schrott mit. Jetzt halt das. Ah, hier ist immer was. Können wir natürlich noch nichts machen, liebe Welt da draußen. Da sind wir auf dem Weg dahin. Aber hier könnte man, glaube ich, sogar ohne die Quest abzuschließen, vielleicht schon irgendwas brauen, wenn man die Materialien hat dazu. Biere. Abgekochtes Wasser, Holz, Klingenkorn und Mais. Aha. Könnte man Spirituosen, könnte man brauen. Für den Bourbon braucht man, ach, abgekochtes Wasser, Holz, Klingenkorn und Mais. Und Wein, Teerbirnen, wilde Brombeeren. Abgekochtes Wasser und Holz. Sorry, ich habe dich, glaube ich, Nein, weggeschubst. nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, wo ist die Atombombe gefallen? Ach so, ja, richtig. Also ich glaube, Ach, die... ganz da unten über dem Schild West Virginia. So, wer ist denn heute alles online? Es sind aber einige unterwegs, da unten, aber alle da unten in der Ecke. Oh, das ist jetzt interessant da unten wahrscheinlich. Ja, die sind ja auch alle schon oben. Peppergas. Oh, 179, Mellow 12. Stufe 179, ja, viel Spaß. Griffe, Stufe 78. Kampfbrot, okay. Jokern. Ja, gut, wollen wir dann weiter? Ja, gerne. Dann ich folge dir. Ich drücke mal den falschen. Also ich vermute mal mit den Atombomben, dass das zu einer Quest gehört, da dieser Tod von oben meistens in dieser Ecke da unten stattfindet. Manchmal auch in White Spring, manchmal auch ganz woanders, Warum aber rennen wir denn wieder raus, Richie? nach Morgentown? Ist das, Moment, ist das nicht hier gewesen? Oh nein. Doch. Hier ist aber so ein Malik Gregs, ach, das ist Gregs mein Supplé. Nur so ein Pfeifending. Ich folge dir. Okay. Ich weiß nicht, bei mir hat das nicht so richtig. Oh, gucken Atompilz. Naja, wir sind ein bisschen weit weg. Ich glaube nicht, dass man das von hier aus sieht. Aber gehört hat man den Knall, den Donner. Ist gruselig genug, wie Ist ich klar finde. auch, warum Fallout 4 alles zerstört ist, weil solche am Werke waren. Also es könnte sein, dass das zu einer Quest gehört. Vielleicht ist es die Endquest oder so. Ja, man muss ja, glaube ich, Alles. die Code finden, ne? Ja. Irgendwie hieß das doch so. Ja, was ich nicht verstehe, normalerweise sollte man die Codes ja sammeln und dafür sorgen, dass keiner Unfug damit macht. Aber wenn man selber damit Unfug da machen soll. Dann ist das ja auch nicht so. Das. Ja, ich denke, weiter werden wir wohl in der nächsten Folge gehen, Richtung Ja, Richie, Morgentown, oder? aber wir haben erstmal hier, guck mal hier, Probleme. Oh, Gule. Er ist genau vor mir und ich treffe nicht. Ihm schießt immer durch den Arm. Gut, jetzt können wir. Ja, damit bedanken wir uns dann für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.